Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Und bitte. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich wollte schon immer mal so eine Stimme haben. Klingt gut. Ja, jetzt kann ich ganz viel mit Rammstein singen. Willkommen beim Orrcast. Ja, schön die Erzrollen, wie im Westerwald. Genau, was wie im Westerwald? Die rollen auch immer die Erzrollen, oder in der... Du meinst im Westerwald. Genau, oder in der Wetterau. In der Wetterau, den Ort kenne ich nicht mal. Ja, Wetterau, das ist irgendwo in Hessen. Ja, das kenne ich nicht. Nein. Das wird ja auch nichts helfen, weil die Leute wird noch nicht verstehen. Weil die nur Erzrollen und sonst also keine Lokale einbauen. Also das ist so, ich sag mal so, von Dialekten in Deutschland ist das schon einer der härteren. Also nicht nur so wegen den rollenden Erz auch, weil das wirklich, also ich, da komme ich also kaum hinterher. Okay. Ja. Ja. Hallo beim Orrcast sind wir übrigens. Genau, dem als Dialektmagazin. Das ja. Dialekt. Genau, dialektische Magazin. Oh. Wir sind bei der 118 angekommen, die natürlich wie immer auch einen Titel haben wird. Und der ist wie folgt. Den darfst du heute vorlesen. Schon wieder? Immer. Immer? Okay. Ja. Also er lautet, festhalten, anschnallen, Neues aus der Domptiererei. Doppelpunkt. Auf der Welle der Lymphatie. Wundervoll. Man hätte auch für die Älteren sagen können, mit dem grünen Band der Lymphatie. Aber wir müssen ja an die junge Zugruppe denken, die denken, was wollen die denn? Was haben die denn für Schmerz? Die jungen Hüpfer, diese Hopser, um Helge Schneider zu zitieren. Ja, wir hören wieder voraus in den Monat März, jetzt im ersten Teil. Dann basteln wir hinten dran einen zweiten, in dem wir zurückhören. Und zu guter Letzt haben wir wie immer noch so eine Gedönskategorie, wo die News, das Feedback, noch ein paar Sachen in eigener Sache und die Kollegen vom Podcast, also von den Hörspiel-Podcasts auch nochmal nicht zu Wort kommen, aber der, wo wir nochmal so kurz durch deren Programm fliegen. Genau, das war's schon. Tschüss. Genau. Nein. Tschüss, mach's gut. Geht erst los. Ach ja. Dann frisch auf, würde ich sagen. Ich wäre schon müde genug für. Ja, ist was dran. Nein, komm, schaffen wir. Also hören wir voraus. Die Zielgruppe verlangt es ja auch. Also genau. Bisschen. Deus Lovult. Genau. Die Leute, die uns bei Patreon folgen. Wie der Grieche sagt. Genau. Ja, der März ist es. Genau. Da geht's los am Dienstag. Das ist nämlich der 1. März. Und ab da wird es was bei Audible geben, was Neues bei Audible. Und zwar ein Hörspiel namens Der Rattenfänger. Und das ist ganz schön prominent besetzt mit Heino Fesch unter anderem. Guck mal an. Guck an. Also Heino kannte ich ja noch, als er noch keinen Nachnamen hatte. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich bin so feucht. Ja, das ist halt so wie so ein altes Ehepaar. Ist halt, man wird halt immer durchschaubarer. Ja. Es macht es nicht schlechter. Muss ich sagen. Ja, also es macht's auch, macht vieles einfacher, das stimmt. Ja, auch verlässlicher dann. Ja. Dann am 1. März erscheint auch bei Holysoft was Neues, und zwar die dritte Folge von Van Dusen, Dunkle Pfade 2. Dann ist es ein Zufall, dass der Mittwoch kommt, das ist nicht der 2. März, ist kein Zufall, es ist halt so, wie halt so die Tage verlaufen. Ja, das ist so, also folgt ja einer gewissen Chronologie. Ja, so gewiss, genau. Und da gibt es ja, wie ihr wisst, immer eine neue Folge der Cliffhanger Tales, die Season 2. Bei Witchcraft ist man dann schon bei Folge 5. Das ist dann schon bergfest. Genau, dann springen wir ins Radio, denn am 2. März, das ist also immer noch der Mittwoch, gibt es um 20.05 Uhr bei Bayern 2 einen alten Krimi, aber ja, ein Start eines Zweiteilers. Und zwar die Krimi-Trilogie aus dem bundesdeutschen Milieu startet dort nach Enschaplet. Und zwar mit dem ersten Fall Caruso singt nicht mehr. Das ist eine BR-Produktion aus dem Jahr 2003. Am Regiepult saß Walter Adler. Haben wir euch auch schon mal vorgestellt. Ist sehr empfehlenswert. Ganz toller, atmosphärischer Fall. Viel Regionales drin, aber auch viel Politisches, wie es schon der Titel vermuten lässt. Denn es spielt zwar in der Provinz, es wirkt zunächst alles sehr beschaulich und eng, aber dann macht sich doch bei einem Mord dann plötzlich die große weite Welt bemerkbar. Und das ist ganz toll gespielt. Da spielen ganz tolle Sprecher mit. Gerd Heidenreich ist dabei. Axel Milberg, ganz großartig in diesem Stück. Thorsten Nindel auch zu hören. Auch ganz selten im Radio-Hörspiel, aber umso empfehlenswerter, dass er hier dabei ist. Ja, fand ich ganz toll. Solltet ihr euch merken. Und es ist nicht nur dieser Zweiteiler wird laufen. Es wird auch noch auf diesen Mittwochskrimi-Termin bei Bayern 2 auch in den nächsten Wochen noch
noch einiges aus dieser Reihe geben. Also genau gesagt, alle drei Krimis aus dem bundesdeutschen Milieu werden zu hören sein. Ja, dann ist Donnerstag. Ab Donnerstag gibt es ja immer was Neues bei Kein Mucks, dem Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka. Und da gibt es einen Arnold E. Ott zu hören. Besuch nach Büroschluss heißt er. Das ist auch so ein schöner Krimi-Titel irgendwie. Eine RB-Produktion natürlich aus 1974 und am Regiepult, welche Überraschung, ist Günther Sieber. Ja. Unter anderem mit Wolfgang Kafen. Spannend. Ja, aber Gudrun Dau ist nicht dabei. Ja, ich mache mir auch Sorgen. Ja, hoffentlich geht's ihr gut. Ja, ist langsam auf der Zielgeraden bei Kein Mucks. Also im März endet das Ganze. Das sind jetzt die letzten Fälle, die zu hören sein werden. Aber wartet mal auf den dritten Block bei uns, die News. Da hätten wir vielleicht noch was dazu. Du, zurück in den Handel. Bei Holysoft gibt es nicht nur Van Dusen, sondern auch eine Sherlock-Holmes-Reihe, die heißt Sherlock Holmes Legends. Und da gibt es auch schon die dritte Folge. Und zwar ist das die zweite Folge von Eine Studie in Scharlachrot mit dem Titel Hope. Ja, dann etwas, was wir euch schon mal vorgestellt haben, gibt es zu hören bei 1 Live, 23 Uhr am Donnerstagabend. Beta Will heißt das Hörspiel von Heiko Bär, eine WDR-Produktion aus 2016. Ja. Dann springen wir in den Handel am 4. März. Das ist der erste Freitag im März und da gibt es natürlich ganz viel auf die Ohren. Unter anderem gibt es eine neue Folge von Benjamin Blümchen Minis, Folge 4, Geburtstag im Zoo. Sind das kleine Elefanten? Der wird eine Benjamin Blümchen Torte von Kameraden Wiese kriegen. Ja, wie alle. Genau, mit einem dicken Elefantenfuß in der Mitte. Dann geht's bei der neuen Serie Game Master bei Holysoft auch weiter mit Folge 5 dann schon. Das letzte Spiel auch am Freitag. Ja, und Huibu kommt auch wieder zurück, und zwar der große Huibu, Folge 34, der Elemente-Kristall. Und das ist von, na, wie heißt er? Ach, bin ich doof. Christian Gaius? Genau. Mhm. Yo, cool. Bin ich gespannt. Die erste Folge von ihm. Dann geht's bei Captain Sharky auch weiter. Bei Europa natürlich Der Schatz der Piratenkönige heißt das Hörspiel. Ja, All Ears greift ins Regal und hat wieder was von Peck im Angebot. Und zwar Lederstrom, Folge 1, der Wildhüter. Im Gepäck. Im Gepäck. Dann gibt's natürlich auch eine neue Midnight Tales. Die Folge 59 heißt, oh, das klingt gut, Wem die Glocke dreimal schlägt von Julie Hoverson. Ja, warum schlägt denn eine Glocke dreimal ausgerichtet? Weil es 3 Uhr nachts ist. Ach so. Ja. Aber wem es schlägt? Also ich meine, dass es schlägt, ist ja... Ja gut, wenn es vielleicht hören. Wenn jemand einen Termin hat um 3 Uhr nachts, dann schlägt ihm die Glocke dreimal. Ah, okay. Oder er ist es sieht ja so aus, als wäre er in der Bimmel drin. Es hat zweimal gebimmelt, dann ist die Bimmel runtergefallen und der dritte Schlag hat ihn erschlagen. Ah, okay. Oh, jetzt habe ich das Ende vom Hörspiel vielleicht verraten. Wahrscheinlich, hast du es gespoilert. Gibt's keiner mehr. Oh, weil, das gibt wieder böse Post. Nein. Ja, bei Maritim gibt es eine neue Folge von Pater Brown, die Folge 68 schon, Schottische Abgründe, heißt sie. Geht's da um Geld? Wenn es um Schotten geht. Dann All Ears packt wieder was aus dem Archiv, und zwar eine Starlet-Produktion aus 1968. Winnetou und Old Shatterhand, Abenteuer im Wilden Westen, wer von Karl May nicht genug bekommen kann. Ja, apropos Western, springen wir ins Radio, das passt ja wie Faust aufs Auge. Und zwar sendet RBB Kultur am Freitag, den 4. März um 19 Uhr nochmal die Wilde Freiheit nach Kai-Uwe Kohlschmidt. Hatten wir euch ja auch schon vorgestellt, ich glaube, du warst da richtig begeistert von. Oh ja. Ja, gell? Ich glaube, du hattest das auch so in den Shoutouts im letzten Jahr. Oh ja, ganz fantastisches Stück. Und witzigerweise, ich habe vor ein paar Tagen mit Johanna Steiner telefoniert. Okay. Und da ging es um Kai-Uwe Kohlschmidt auch, weil sie irgendwie ihn mal kennengelernt hat beim Deutschen Hörbuchpreis. Da waren sie irgendwie zusammen nominiert und sie auch total geflasht war von ein paar Hörspielen von ihm, weil er da irgendwie immer mit so einer Künstlergruppe unterwegs ist und das irgendwie auch so eine ganz spannende Gemengelage ist und das so eine ganz spannende Person anscheinend auch ist. Mhm. Ganz toll. Cool. Also, und auch immer, wenn was von ihm irgendwie kommt, ich erinnere mich an dieses Bergwerk-Hörspiel da, Suhl oder wo das war, was er auch komplett selbst rausgebracht hat, was auch gar nicht im Radio lief, war auch total spannend und eigenwillig und besonders und ja, so auch das Stück, das ist total merkwürdig, toll, mitreißend, packend und tief traurig und mit Lars Rudolph. Muss ich mir sagen.
Wer nicht genug davon kriegen kann und das nochmal hören möchte, der kann dann auch am 6. März nochmal einschalten. Da wird es nochmal um 14 Uhr bei RBB Kulturradio wiederholt. Und ich vermute mal auch, weil es eine neuere Produktion ist, dass es auch zum Download angeboten wird. Ja, dann ist Freitag, der 4. März, 19.04 Uhr, gibt es beim WDR 3 den ersten Teil eines Hörspiels von Dasha Maraini. Die WDR-Produktion aus 1996 namens Stimmen mit Götz Frisch auf. Götz Fritsch am Mikrofon. Oh Gott. Ich bin jetzt schon durch. Am Regiepult, wo es um eine junge Journalistin geht, die bei einem Radiosender arbeitet und von ihrem Chef angetragen bekommt, eine Reihe über Frauenmorde zu machen, beziehungsweise generell unaufgelöste Fälle, bei denen Frauen beteiligt sind. Aber es geht schon tatsächlich hauptsächlich um Morde, die sich nämlich eine erstaunlich hohe Ziffer gibt. Das Ganze spielt in Italien. Ja, wir lernen eben diese Hauptfigur kennen, als sie quasi wieder nach Hause kommt von einer Fortbildung und just so ein Verbrechen quasi direkt vor der Haustür hat, nämlich ihre Nachbarin, ist auf brutalste Art und Weise ermordet worden, tatsächlich. Direkt im Anschluss kriegt sie quasi dieses Angebot und das treibt sie hinein in einen Strudel aus Verbrechen und mysteriösen Begebenheiten, nenne ich es jetzt mal, weil da immer mehr, also je weiter sie nachforscht und je tiefer sie in diesem Fall bohrt, umso komischere Sachen kommen da raus und umso mehr Bilder von dieser Person, die sie irgendwie ja gar nicht richtig gekannt hat. Sie hat zwar immer neben ihr gewohnt, aber anscheinend gab es da, also nicht von ihrer Seite, sondern von Seite ihrer Nachbarin, eine tiefere Verbindung zu ihr, was ihr aber dann erst bewusst wird. Und was ihr auch bewusst wird, ist, wie viele unterschiedliche Sichtweisen es auf diese Person gibt. Und das ist tatsächlich spannend, diesem Gewirr quasi zu folgen und diese verschiedenen Schauseiten dieser Person nachzuspüren, wo man sich immer fragt, ja, was ist denn jetzt am nahesten an der Wahrheit im Endeffekt dran? Das ist das eigentlich Spannende an diesem Ding, dass jetzt kein Überhörspiel ist, muss ich sagen. Aber also allein durch das tatsächlich ganz spannend war, weil man diese Figur eben immer mehr versucht zu greifen und immer, wenn man denkt, ja, jetzt hat man es, ist es doch wieder irgendwas anderes. Und das ist tatsächlich ganz spannend und ich habe es gerne gehört, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen in die Länge gezogen, hätte vielleicht für einen Teil auch gereicht, aber gut. Also wer so psychologische Kriminalthriller mag, der könnte hier mal durchaus ein Ohr riskieren und wird, denke ich mal, nicht enttäuscht werden. Cool. Ja, am 4. März um 21.05 Uhr gibt es bei Bayern 2 auch etwas Interessantes im Radio. Eher etwas für Freunde der audiellen Kunst, sage ich mal. Und zwar unterwegs nach Jack Kerouac. Nicht die Lesung des Romans, aber eine Bearbeitung von verschiedenen Künstlern, die einzelne Themen aus dem Roman aufgearbeitet haben und das zu einem interessanten Stück zusammengemixt haben. Und das könnt ihr dann am Freitag, den 4. März um 21.05 Uhr bei Bayern 2 hören und genießen. Das ist schon spannend, weil unter anderem das ist George Cameron dabei. Also das klingt Smudo. Vielversprechend. Ich glaube, das ist nicht der Schmudo, oder? Michael Schmudo. Ja, genau. Also. Ja, klar, Martin Kretschmann von Console, klingt spannend. Hans-Glatzkuber, also, auch alter Hörspielrecke. Ja. Da werde ich, glaube ich, mal reinhören. Ja, dann gibt es im Ö1 am Samstag, den 5. März um 14 Uhr ein Hörspielmagazin, Track 5. Und darin probieren wir es aus, die besten Kurzhörspiele des Jahres 2021. Ja, und wenn ihr schnell seid, Ö1 hat das Ganze auch schon als Podcast zur Verfügung gestellt. Allerdings haben die ja immer das Problem, dass sie das nur 7 Tage online stehen dürfen. Das heißt, am 28. Februar dürfte das Ding auch wieder depubliziert sein. Also eilt euch, wenn ihr das jetzt hört, auf Pause drücken. Runterladen, wiederkommen. Jo. Seid ihr wieder da? Dann können wir weitermachen. Wir kommen zum Samstag, den 5. März. Um 19 Uhr gibt es bei SWR 2 den dritten Teil des Hörspiels 3 mit dem Teil Ella. Das Hörspiel von Dror Mishani hatten wir ja im letzten Jahr schon schwer gelobt. Das war ja so eines der ersten, in denen Matthias Brandt dann plötzlich so auffällig wurde. Also gab es schon öfter, aber im letzten Jahr gab es dann so ein bisschen was, wo er dann doch auf sich aufmerksam gemacht hat. Und 3 gehört da definitiv dazu, weil er da einen wirklich herausragenden Part hat und gerade im Finale dieses Hörspiels, was dann eben am 5. März zu hören ist, könnt ihr das auch nochmal genießen. Hört euch das Stück an, das wird es auch hoffentlich zum Download geben. SWR und Deutschlandfunk Kultur tauschen da sich schon mal hier und da aus, also bestehen gute Chancen, dass ihr es auch herunterladen könnt. Ja, tolles Ding. Apropos,
eins meiner absoluten Lieblingshörspiele ever, gibt es zu hören im WDR 3 am Samstag, den 5. März, 19.04 Uhr. Ein Hörspiel, wo ich noch genau weiß, wann ich es gehört habe. Auch was Besonderes, was ich mit meiner Frau damals gehört habe, weiß ich noch. Mariana Lekis wundervolles Stück Die Herrenausstatterin. WDR-Produktion aus 2011. Am Regiepult Petra Feldhoff. Hinreißend, großartig, zutiefst berührend, saukomisch, skurril bis zum Anschlag und einfach nur ganz toll. Haben wir euch schon mal vorgestellt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, bitte macht das. Das ist sensationell gut. Unbedingt. Ja, dann andere fanden auch Hörspiele gut. Und zwar die Jury des Hörspiels des Monats hat sich im Dezember entschlossen, das Hörspiel Das hässliche Universum von Laura Naumann zu küren. Und das Ganze ist beim Deutschlandfunk nochmal zu hören. Und zwar am 5. März um 20.05 Uhr. Das höre ich gerade. Echt? Ja, ist ein bisschen komisch. Ah, ja. Ja. War ja gar nicht zu erwarten. Dann doch lieber die Sonntag, 6. März. Ab da gibt es höchstwahrscheinlich die Gruselstunde Nummer 15, die Begegnung mit der Geisterfrau bei Xanto Audio downzuloaden. Also Termin ist immer ein bisschen vage. Letztes Mal haben sie uns dann tatsächlich, wie sagt man, die Fichte geführt. Geführt. Da hat man nämlich auch, also weil sie jetzt 2-3 Monate am Stück besonders veröffentlicht haben, da haben sie es dann irgendwie vorgezogen. Nicht nett, aber wir merken uns das. Nein. Halt auf der Liste. Also ihr werdet es ja merken, wenn es auftaucht, dann schreien wir auch irgendwie, also in der, zumindest spätestens in der Wochenübersicht auf Hörspieltipps.net findet ihr es ja dann und ihr werdet erinnert werden, wenn ihr erinnert werden wollt. Ja, die Herrenausstatterin wird auch nochmal wiederholt und zwar am 6. März um 17.04 Uhr bei WDR 5. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Ja. Ja, dann auch ein Stück, das uns damals, glaube ich, Falkner nahegebracht hat. Am Sonntag, den 6. März um 19.04 Uhr sendet WDR 3 Draußen unter freiem Himmel das Manifest 49 von Falkner. WDR-Produktion aus 2015. Falkner ist ja eine Künstlerin, die Manifeste, das ist, finde ich immer noch ganz toll, Manifeste erschafft. Manifest hat halt auch sowas, ja, so einen krassen Werkcharakter, finde ich, dieser Begriff. Das ist halt, ja, das habe ich geschaffen. Das ist mein Manifest. Da stecke ich zu Milliarden Prozent dahinter. Finde ich irgendwie cool, ja. Mhm. Und welche Form das dann hat, das ist halt so, wie es der Stoff quasi hergibt und manchmal ist das ein Hörspiel und in dem Fall ein wirklich, wirklich hörenswertes und das solltet ihr, wenn ihr das noch nie gehört habt, euch gönnen. Haben wir euch aber auch schon mal vorgestellt und bejubelt. Da ist nochmal die Möglichkeit. Ja, am 6. März um 21 Uhr hat SWR 4 eine Ursendung im Programm im Rahmen des Sendeplatzes Mundart und Musik. Läuft ein Hörspiel von Peter Schlack. Lebenslauf mit Peter Schlack auch als Sprecher dabei. Leider kann ich noch gar nichts dazu sagen, ob das jetzt mehr Lesungscharakter, mehr Monolog ist oder was auch immer. Ich habe keine Infos zu weiteren Sprechern. Lasst euch einfach überraschen. Das Ganze gibt es natürlich, wie beim SWR 4 üblich, zum Download auch. Dann gibt es eine Ursendung im Ö1 am Sonntag, den 6. März um 23 Uhr. Das Hörspiel von Natascha Gangel, La Manzana, Mexicana oder Burros in Mexiko. Eine Co-Produktion von SWR und ORF. Ja, und als 3-Fragezeichen-Fan weiß man, was Burros heißt. Ja, weil es geht ja auch um William S. Burros. Ja, Finde ich ein gutes Wortspiel. Das Ja, der 7. März, der Montag, 14 Uhr SRF 1, gibt es die Ursendung eines neuen Krimis von Sunil Mann. Und das Ganze ist auch gleich ein Vierteiler. Das heißt, an den 4 März-Montagen könnt ihr das Hörspiel Familienpoker hören und genießen. Regie hat Karin Berry. Ja, bin ich schon mal sehr gespannt drauf, weil das klingt mal wieder richtig gut. Sunil Mann hat mir vor 1-2 Jahren, glaube ich, oder sogar, nee, doch vor 2 Jahren mindestens ist es her, hat mir das schon mal und das war ein sehr spannender Krimi und da freue ich mich schon drauf. Werde ich mir gerne gönnen. Ja, dann Van Dusen-Fans aufgepasst. Es gibt wieder einen aktuellen Van Dusen, einen Klassiker. Am Montag, den 7. März, 22.03 Uhr, Deutschlandfunk Kultur einschalten. Da gibt's nämlich das Gefängnis des Grafen Dracula. Von Michael Koser natürlich. Rias Produktion aus 1980 bei Maritim auch als CD erhältlich. Ja, ganz wundervoller, komischer Fall, wie immer bei Van Dusen. Ja. Skurril und merkwürdig und in dem Fall vor allem merkwürdig, weil Hetsch quasi das Ganze von Van Dusen erzählt bekommt, weil das nur Van Dusen passiert ist und Hetsch überhaupt nicht dabei war. Genau, interessante Erzählperspektive mal wieder, ja. Ja, und natürlich gibt es das Ganze auch bei Deutschlandfunk Kultur zum Download, wie die ganzen vorherigen Van Dusen-Fälle auch. Jeden Monat ist ja einer an der Reihe und ab und zu, wie dieser, kommen sie auch
dann im Radio und werden dort ausgestrahlt. Ja, es ist Montag, da gibt es auch immer ein Erschreckt-Mümpfeli und an diesem 7. März sogar ein ganz neues, ein frisch geschüpftes mit dem Titel Boris. Und das Stück ist von Bruno Klimik. Ja, dann aufgemerkt, am Dienstag, den 8. März, gibt es etwas im Handel. Und zwar eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, der beim Hörverlag auf CD erscheint. Die Geschichte eines neuen Namens. Ein Hörspiel nach Elena Ferrante und am Regiepult Martin Heindl. Cool. Ja, fünfteiliges Hörspiel wird, ich glaube, dann im April wahrscheinlich im Radio gesendet. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Ist ja schon die zweite. Wir haben die erste, glaube ich, noch nicht mal gehört, oder? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Müssen wir noch nachholen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Ich meine, das ist ja nur schließlich ein großer unbekannter Name. Liegt auch viel wahrscheinlich an diesem wahnsinnigen Pseudonym, das Geheimnis, was es da drum gibt. Ja, ja, Mittwoch, 9. März, es ist wieder Zeit für eine neue Cliffhanger-Tales-Folge. Die sechste Folge von Witchcraft ist dann ab dem Zeitpunkt im Handel erhältlich. Ja, und dann ist es soweit. Es geht weiter bei Lost in Neulich mit der Folge 3, Kein Dorf für Anfänger. Und das gibt's ab Mittwoch, den 9. März zum Download bei RB, MDR, SWR, RBB. Genau. Die Produktion des RBB hauptsächlich, glaube ich. Ja, ne? RB. Also Radio Bremen. Ach so, irgendwie hatte ich das in RBB geschickt, wegen Osten und Ostprovinz oder irgendwie so. Nö, die haben im Bremerland haben die auch Provinz, habe ich geguckt. Ich habe neulich immer in den Osten geschickt irgendwie, weiß ich auch nicht, warum. Ja, wahrscheinlich, Neuland. Neuland, genau, ja. Ich habe die ersten zwei Folgen mittlerweile auch gehört. Ja, okay. Doch, das macht schon sehr Laune, muss ja, ich sagen. Gell? Ja, hat schon was. Ja. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es anläuft. Also es sollen ja dann zwei Folgen pro Woche am Anfang erscheinen und ich glaube die ersten drei Wochen und dann kommt jeweils nur noch eine pro Woche. Mal gespannt, wie es angenommen wird und wie es läuft. Ja, lief ja ein bisschen mit holperigem Start los, dass man da so zwei Folgen mal so ins Nichts gehustet hat in der ARD Audiothek ohne irgendeine großartige Ankündigung und dann mal zwei Monate Pause macht. Vielleicht nicht ganz glücklich, aber naja, mal gespannt. Vielleicht läuft es ja jetzt an, jetzt wo dann die komplette Staffel ans Laufen kommt und da gibt es dann vielleicht doch der ein oder andere Hörer, der sich da in den Podcast verirrt. Ich hoffe doch. Apropos Podcast, kein Mucks ist auch wieder an der Reihe. Der kommt ja immer donnerstags. Am 10. März gibt es nochmal eine Folge. Gänsehaut vor Mitternacht, das gefleckte Band wird dort nochmal im Krimi-Podcast zu hören sein. Ja, und dann müsst ihr stark sein und richtig starke Nerven haben, denn am Donnerstag, den 10. März, gibt es was Neues im Handel, nämlich Sternfohlen Folge 27. Da spukt es nämlich im Zauberwald. Mit Gespenstern. Ja, aber dann kommt ja zum Glück, also ich bin noch ein bisschen am Gruseln, aber dann kommt zauberhafter Sommer. Das scheint eine etwas hellere Folge zu werden, hoffentlich. Vielleicht höre ich auch nur da ist aber auch ein dunkles Pferd drauf. Ja. Ja, dann ist wieder Freitag, da gibt es wieder einen Mordsschwung im Handel. Es gibt nämlich eine neue Serie bei Tesloff und zwar Der kleine Medikus heißt die Serie. Folge 1 heißt Die geheimnisvolle Villa und Folge 2 gibt es gleich hinterher. Achtung, Supersäure. Mit Herrn Dr. Krönemeyer, also der Bruder hier von Klaus Lage. Ah. Ja, also ich glaube, das gab es hier schon mal, dieses Medikus. Also irgendwie, also gab es zumindest schon mal. Ach so, ist das schon mal der Medikus der kleine Medikus. Naja, auch genau dieses kleine Medikus. Also das ist jetzt nichts Neues. Also auch mit Grönemeyer. Okay. Ich meine, das hätten wir sogar, hatten wir das nicht mal im Orcas, haben die uns nicht mal irgendeine CD geschickt? Sind aber nicht die Körperdetektive, oder? Ach nee, das waren die Körperdetektive. Hat das nicht auch Katrin Wiegand geschrieben? Das kann sein, ja. Irgendwas sagt mir das. Warte, ich schon gerade mal in meiner Liste gucken, ob ich nicht irgendwo irgendwas vom Medikus da drin habe. Vielleicht war das auch eine Lesungsreihe oder sowas. Aber irgendwas war's. Ja, am 11. März erscheint er ebenfalls eine neue Folge der drei Fragezeichen. Nummer 215, die drei Fragezeichen und die verlorene Zeit. Eine Umfolge. Und eine neue Punkies gibt's auch, um Himmels Willen, die Steampunkies, Folge 31, Achtung, Krone, Leute. Das könnten Titel sein, den wir uns erdacht haben, oder? Ja. Oh Mann. Ja, zurück zum klassischen Hörspielgeschäft. Jetzt gibt's die zweite Folge von Lederstrumpf, also klassisch gibt's ja kaum. Der letzte Mohikaner erscheint, der vorletzte ist übrigens auch auf dem Cover anscheinend. Das Ganze Produktion von Peck aus dem Jahr 1974, jetzt wieder bei All Ears. Ich habe eine Idee fürs Cover. Lass die mal durch ein Maisfeld gehen einfach. Ja. Und dann mach ein Bild. Ihr müsst noch viel merkwürdiger gucken. Ja.
Oh, schön. Aber es sieht spannend aus. Mhm. Ja, dann bei Leo und die Abenteuermaschine, da geht es auch munter weiter. Folge 18 mittlerweile schon, das sollte man vielleicht auch einfach mal reinhören. Ja. Leo und die Wikinger Teil 2 dann schon bei ET Media. Ja, dann gibt es auch bei Team Campus einiges Neues, und zwar 2 Folgen. Die Folge 5, Pizza für alle, und Campus Familie heißt das Ganze. Und die Folge 6, Fixie Idee und Teamgeist. Also es sind ja immer 2 Folgen auf einer, naja, CD gibt es ja heute nicht mehr, aber in einem Album. Habe ich da eigentlich schon über die Titelmusik gemeckert? Auch noch nicht. Nein. Die ist schrecklich. Ja, die ist wirklich schrecklich. Stern des Südens, muss man so deutlich sagen. Ja, dann die Folge 52 der größten Fälle von Scotland Yard gibt es auch bei Maritim am Freitag. Über jeden Verdacht erhaben, heißt sie. Ja, dann ist am 12. März bei Ö1 nochmal das Hörspiel des Jahres, beziehungsweise das Stück, das den Deutschen Hörspielpreis, so heißt es ja offiziell, im letzten Jahr gewonnen hat. Und zwar Adolf Eichmann, ein Hörprozess von Noam Prosilowski, ist nochmal bei Ö1, wie gesagt, zu hören, am 12. März um 14 Uhr. Ja, und jetzt, liebe Bienenfreunde, schnallt euch an, jetzt kommt etwas für euch. Ja. Am Samstag, den 12. März um 19 Uhr, sendet SWR2 eines der merkwürdigsten Hörspiele, das ich jemals gehört habe. Und da du das heute Morgen schon gesagt hast, habe ich es dann gleich gehört heute. Oh, und ja. Wie ging es dir? Ging es dir ähnlich? Ja. Trotz Vorwarnung? Trotz Vorwarnung? Ich fand es immer noch merkwürdig. Es aber auch irgendwie so, großartig. Es wäre auch so ein Stück gewesen, was ich wahrscheinlich, wenn du nicht gesagt hast, hör das mal, hätte ich das wahrscheinlich nach 10 Minuten ausgemacht. Hätte gesagt, hier Leute, was wollt ihr von mir? Es handelt sich um das Hörspiel Apis mellifica. Das ist nämlich anscheinend der lateinische Name für die Honigbiene, denke ich mal. Ein Hörspiel nach Jerzy Ort, eine SDR-Produktion aus 1993, die erstmal so daherkommt, als würde man denken, das ist ein Krimi. Mhm. Das geht in einem Zug los, ganz klar, klassisch, wie man das so kennt. Ein Mann fährt mit dem Zug von A nach B, trifft unterwegs eine Frau in diesem Zug, die zwei unterhalten sich, ja, und plaudern so ein bisschen, bis dann so ein merkwürdiger Kerl im gleichen Abteil aufwacht und dann völlig an die Decke geht, weil einer von den beiden raucht oder geraucht hat, und die zwei verziehen sich dann, und und er erzählt ihr dann eben, dass er ja an diesen Ort, in diese Stadt kommt. Das ist hat alles so einen provinziellen Charakter so ein bisschen. Mhm. Und in diesem Ort, da gibt es halt eine, ja, was es jetzt genau ist, weiß ich auch nicht, so eine Chemiebutze, wo er als Chemiker dann irgendwas zu tun hat. In diesem Ort angekommen, passieren dann sehr komische Sachen. Unter anderem ist da so eine Gruppe von Menschen, die auf merkwürdige Art und Weise sich auf engem Raum zusammen bewegt, bis man rausbekommt, dass das so eine Art Tanzmuster sein könnte, eventuell. Dann spielt natürlich dieser komische Fremde aus dem Zug nochmal eine gewichtige Rolle, beziehungsweise eigentlich dann die Hauptrolle tatsächlich. Es kommt nämlich dann, oder dringt immer mehr ins Bewusstsein, dass das alles irgendwie mit Imkern zu tun hat. Also dieser komische Vogel, das ist anscheinend ein Imker. Und diese Leute da am Bahnhof, die da so komisch getanzt haben, das sind auch Imker. Warum sind die so komisch? Dann schaltet sich der Chemiker ein und sagt, ja, dass es da so merkwürdige Fälle gab, wo es auch um Genmanipulation ging. Ich will jetzt eigentlich nicht, müsste eigentlich jetzt anhalten, weil es sonst schon zu viel ist, was ich verrate. Auch wenn das Ding noch die kuriosesten Wendungen nimmt und ganz komisch ist, aber irgendwie ganz toll. Tatsächlich, weil das so überraschend ist und man auch nicht so genau weiß, in welchem Genre man sich jetzt bewegt, weil das so hin und her schwappt und dann in Science-Fiction irgendwie ausartet und eine ganz abgefahrene, interessante Geschichte ist mit einem sehr merkwürdigen Ende. Ja, auch toll. Es hat auch so zwischendurch hat so schöne B-Movie-Anteile. Ja. Liegt so wie so ein 50er-Jahre US-Horrorfilm. Ja, so vom Mikula, ja, genau. Ja, ja. Das ist schon total toll. Und dann dieses Ende ist also wirklich, ist ein Kracher. Also tatsächlich ein sehr merkwürdiges, aber durchaus sehr hörenswertes Hörspiel. Also ich fand auch, je länger es dann gedauert hat, desto mehr war ich davon gefesselt und interessiert und habe das tatsächlich sehr, sehr gerne gehört. Also ich mochte das plötzlich sehr. Das ist mir regelrecht beim Hören ans Herz gewachsen. Mhm. Also das, kann das sein, dass wir euch können? Hatten wir nicht vor Jahren schon mal so irgendein Bienenhörspiel, so ein seltsames? Oh, ein Bienenhörspiel.
Wüsste ich jetzt nicht mehr. Nee. Also wir hatten, was waren das, Schafe? Nee, Schweine? Das Schweinehörspiel von Bohlen, an das erinnere ich mich noch, der Schweineheinz. Ja, nee, also ganz, also wenn in der frühen Urzeit, im Pleistozän des Orcas damals. Okay. Dass wir den Orcas noch an die Winde gemalt haben. Ja, ah, das ist echt ganz spannend. Also tolles Ding vom SDR, hat ja damals in den 90ern noch Science Fiction gemacht und das passt da schon rein tatsächlich. Ja, ist echt cool. Ach, toll besetzt, also mit Gerd Baltus und Karl Anselm, super. Das ist schon richtig gut, ja. Und wer spricht diesen komischen Typen? Ist das Ernst Konarek? Ernst Konarek? Ja. Ach, der ist auch fantastisch. Der ist super, ja. Wie der an die Decke geht, das ist echt ganz toll. Sehr nachhaltig, ja. Ja, dann gibt es auch was Neues von Leonard Koppelmann. Der hat nochmal regissiert, und zwar ein Hörspiel nach Sergei Prokofiev. Die Irrfahrten des Sergei Sergejewitsch heißt das Ganze, ist ein Zweiteiler, der eigentlich im letzten Jahr schon gesendet werden sollte, dann leider kurzfristig verschoben werden musste und jetzt im März eine neue Heimat gefunden hat. Am Samstag, den 12. März, geht's los und eine Woche drauf, am 19. März, gibt es dann den zweiten Teil. Wiederholungen gibt es auch bei WDR 5, jeweils sonntags drauf, und natürlich gibt es das Ganze auch zum Download. Ja, ich bin mal gespannt. Koppelmann widmet sich ja hier den Kurzgeschichten von Prokofiev und arbeitet die auf, beziehungsweise Lucian Blessner hat das Ganze als Hörspiel bearbeitet, und ja, bin mal gespannt, was dabei rumgekommen ist. Ich wusste nicht, dass Prokofiev auch geschrieben hat. Das ist mir völlig neu, tatsächlich. Spannend. Ja, dann im Deutschlandfunk gibt es eine Ursendung. Und zwar am 12. März, das ist ein Samstag, 20.05 Uhr, gibt es das Hörspiel Nur die Tiere nach Colin Neal, eine Deutschlandfunk-Kulturproduktion. Ja, warum die jetzt zuerst bei Deutschlandfunk kommt, weiß ich auch nicht. Aber ist halt so. Beatrix Ackers am Regiepult. Mhm. Und das ist eigentlich auch immer so ein bisschen so ein Garant. Ja, und Andreas Bick in der Musik. Auch ein großartiger Typ. Ja, mal gespannt. Ab in den Handel. Holysoft hat was Neues am Sonntag, den 13. März. Ist ja heute alles möglich, dass man sowas auch sonntags veröffentlicht. Es gibt eine neue Folge der Holy Klassiker, die Folge 61, Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Ich bin gerade mit offenem Mund vor diesem Titel. Ja, es ist, glaube ich, ein Originaltitel. Was es gelernt hat? Es Heidi. At Heidi? Ja. Was ist denn das für ein Cover? Das ist ja wo war das bei Dreamland damals mit diesem Anachronismus? Was war das? Auch so ein Kinderhörspiel, wo du dich so aufgeregt hast. Ja. In die Richtung stelle ich mir das jetzt vor. Oh Mann. Johanna Spyri, 18. Jahrhundert, oder? Ja, 19. Jahrhundert. Ja, muss man das dann noch so machen? Ich weiß auch nicht. Ja. Wer ist die Zielgruppe? Das kannst du doch Kindern nicht mehr vorsetzen, sowas heute. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob man da dran überhaupt denkt, ob das Kinder hören sollen. Meinst du in den Klassikern? Heidi. Ich weiß. Aber als Erwachsener wollte ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal Heidi hören. Ne, es ist komisch. Ich weiß nicht. Also mir stößt das gerade auf. Naja, muss ja nichts heißen. Ich muss es ja nicht hören. Nein. Dann geht's bei Lost in Neulich weiter. Ab Sonntag, 13. März, gibt's dann die Folge 4. Ja. Und Sonntag, den 13. März, gibt es auch bei Bayern 2 was, und zwar eines der Knaller-Hörspiele des Jahres 2020. Eine BR-Produktion, also auch im eigenen Sender produziert damals, von Klaus Raab geschrieben und in der Regie von Ron Schickler. Wie grob der Filz ist und wie warm. Ein sperriger Titel für ein grandioses Hörspiel. Haben wir euch schon mal vorgestellt, haben wir wahrscheinlich in höchsten Tönen gelobt. Vollkommen zu Recht, finde ich immer noch ein ganz, ganz großartiges Stück, das ihr unbedingt hören sollt. Also wenn ihr es nicht gehört habt und aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, unserer Empfehlung damals nicht gefolgt seid, dann macht es jetzt bitte. Holt das nach, ja. Ja, ja, dann ist Sonntag, 13. März, 18.05 Uhr in Bremen 2, gibt es den Krimiabend mit Bastian Pastewka. Und darin zu hören, Der feige Held von Rolf Kunze und Martin Rockhardt. Eine natürlich RB-Produktion aus 1956. Ja, und eine Ursendung gibt es bei SWR 2 um 18.20 Uhr. Die Politiker, ein Hörspiel von Wolfgang Lotz in der Regie von Franz Xaver Mayer. Und das Ganze gibt es nicht nur zu hören, sondern auch zum Downloaden ab dem gleichen Tag.
Dann gibt es was im WDR 3 am Sonntagabends 19.04 Uhr und zwar Operation Lithos, ein Hörspiel von Martin Daske, eine WDR-Produktion aus 2017. Ja, und eine Neuproduktion, also beziehungsweise eine Radioproduktion aus dem vergangenen Jahr, die es jetzt neu in den Handel geschafft hat, und zwar erscheint am Montag, den 14. März beim Hörverlag Euridipis, die Orestie. Die Hörspielbearbeitung von Raoul Schrott ist dort erstmals erhältlich und ja, könnt ihr jetzt also nicht nur als Download der Deutschlandfunk Kulturproduktion, sondern so richtig wie früher auf CD kaufen. Schwere Kost. Ja. Ja, dann wiederholt der BR2 am Montagabend 20.05 Uhr nochmal, wie grob der Filz ist und wie warm. Nochmal einschalten. Und dann gibt es am Montagabend 21.05 Uhr, 14. März sind wir, den Krimiabend mit Bastian Pastewka. Und darin zu hören, die ersten drei Folgen von Dicky Dick Dickens. Ja, wer kennt ihn nicht? Ja. Folge 1 heißt die, yes, wundervolle Folgentitel, die wasserdiese Damenpräzisionsarmbanduhr. Die Folge 2, ich bin nur ein kleiner Taschendieb. Folge 3, weiß ich nicht, wie sie heißt. Die hat bestimmt auch einen Titel. Die hat auch einen Titel, ja. Ja. Und das Ganze gibt es, soll ich nochmal gucken? Moment. Und das ist die Neufassung, ne? Also aus 2009. Ja. Ist gar lustig, ist das Räuberleben wahrscheinlich. Ah. Genau. Und das ist, jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht, auch der Abschluss der dritten und letzten Kai-Mucks-Staffel bei Radio Bremen. Das war's. Aber wie gesagt, ich möchte noch mal auf den News-Blog verweisen. Da könnte vielleicht noch was kommen. Ja, dann kommen wir zum MDR am Montag. Auch am Montag gibt's um 22 Uhr im MDR Kultur das Hörspiel Nicht mit mir nach Per Pettersen. Eine Co-Produktion von Deutschland Radio Kultur damals und HR. Und das hatten wir euch auch schon mal vorgestellt und fanden es gut, soweit ich mich erinnern kann. Ja, sehr gut sogar. Mhm. Ja. Dürft ihr gerne reinhören. Ganz, ganz, ganz tolles Stück. Ja, hat mir sogar als Radiotipp erkoren. Also hört da gerne rein. Ja, apropos Radiotipp, da haben wir noch einen. Und zwar an diesem Montag, den 14. März, gibt es um 23 Uhr bei 1 Live nochmal Top-Hit leicht gemacht zu hören von Paul Plamper. Und da könnte ich mir in den Allerwertesten beißen. Warum? Weil ich habe meine Aufnahme von damals überspielt. Ich habe eine Aufnahme gehabt, die war sehr, sehr mies. Ganz, ganz wahrscheinlich eine UKW-Mitzeichnung. Und da lief das nochmal im Radio und ich habe das mitgeschnitten. Habe gedacht, da kannst du die alte ja wegschmeißen. Schmeiß weg. Und blöderweise ist bei der Aufnahme mittendrin springt der Sender um und ich habe irgendeine Lesung dann mittendrin. Scheiße. Kultur oder sowas. Ganz doofes Ding. Oh. Ja. Naja. Ja. Aber kann geholfen werden. Gönnt euch dieses Hörspiel, das ist wirklich grandios. Ich glaube, das war so Paul Plampers Durchbruch im Hörspielbereich, oder? Prix Europa damals gekriegt. Ja. Ja. Ganz tolles Ding. Das ist echt witzig, ja. Allein die Idee. Ja. Und das Ding hat es ja dann auch in die Charts geschafft. Nicht sonderlich hoch, aber in den Top 100 war es dann. Also nicht das Hörspiel, sondern das Lied, was um das es im Hörspiel geht, ja. Ja, dann, liebe Ferienbande-Fans, angeschnallt und aufgemerkt, am Dienstag, den 15. März, gibt es etwas im Handel. Und zwar die Ferienbande Meltdown im verfluchten Horrorhotel bringt Word Art auf CD heraus. Word. Und zwar nicht, das ist echt abgefahren, nicht nur eine Live-Aufnahme, sondern gleich zwei. Das ist echt lustig. Ja, eine gute Idee. Ja, da kann man mal vergleichen, was da so abgeht, wer das noch nie erlebt hat. Ja, also seht zu, dass er da hinkommt. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, die Fanband live zu sehen, tut das auch. Das ist wirklich, das muss man gesehen haben. Ja, dann werden wir etwas seriöser. Die Gala zur Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises steht an. Am Dienstag, den 15. März, wird das Ganze diesmal vom SWR ausgetragen und ins Radio geschickt. Ja, darf man mal gespannt sein. Ich glaube, dieses Jahr auch wieder nur eine Online-Veranstaltung. Also es gibt nichts Großartiges, wo man ein paar Schnittchen abgreifen kann. Schade. Nächstes Jahr vielleicht wieder. Nächstes Jahr gibt es wieder Schnittchen. Ja. Ja. Ist wieder Mittwoch. Da gibt es natürlich wieder die Cliffhanger-Tales. Und da sind wir bei Witchcraft schon bei der Folge 7. Ja.
Und dann noch was Neues im Handel. Beim DAV gibt es die große Hörspieledition der Romantik mit Hörspielen nach verschiedensten Autoren, die alle eins gemeinsam haben, sie spielen in der Zeit der Romantik. Wie man jetzt so ein bisschen am Titel ablesen kann, also der spoilert das Ganze schon sehr. Darin ist zum Beispiel Aus dem Leben eines Taugenichts von Josef von Eichendorff, eine BR-Produktion aus 1957. Novales Hymnen an die Macht ist dabei, Deutschlandradio Kultur 2008. Isabella von Ägypten von Achim von Arnim, WDR 1990. Das Mädchen aus dem Blumentopf, das gibt's wirklich, das habe ich noch nie gehört, ist von Clemens von Brentano, eine Rundfunk der DDR-Produktion aus 85. Und so weiter. Es sind auch einige andere. Was ich sehr interessant finde, weil ich mich noch erinnere, wie ich mich als Schüler gequält habe. Kann ich verstehen. Diesem Ding, der goldene Topf von Hoffmann. Ein grauenvolles Buch. Also, ich finde, Hoffmann ist immer grauenhaft, oder? Na, der Sandmann hat halt was, weil die Geschichte gut ist. Aber ich glaube, dass du lesen ist auch eine Katastrophe. Genau, den Sandmann habe ich nämlich da, wurden mir mitgequält. Und ich fand das furchtbar. Also die Story ist vielleicht ganz gut, aber wenn du die dann... Bei der goldene Topf ist nicht mal die Geschichte gut. Ach so, okay. Also Hanebüchen. Und das als Hörspiel umgesetzt, ich weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen getan hat. Naja. Oh, jetzt kriegen wir böse Post von E.T.A. Hoffmann-Fans wahrscheinlich. Die ganzen Romantiker-Fans. Genau, so wird es sein. Ja. Naja. Ach ja, er ist irgendwie auch nicht so meine Zeit, muss ich sagen. Nee, ich war da auch. So Schauerromantik à la Gruselkabinett, okay, ja, wenn man das dann so umsetzt, aber so Klassiker, ich weiß nicht. Naja, kommen wir zu was wir jetzt hochloben werden, weil wir versprochen haben, nie mehr irgendwas Schlechtes über Georges Simenon zu sagen. Maigret, die raffiniertesten Fälle, eine neue Box erscheint auch beim DAV am 16. März mit einigen Hörspielen des WDR, ORF, BR, SR. Genau, und SR, genau, da war es schon. Vom SR gibt es nämlich gleich schon mehrere. Und das Ganze aus den Jahren 1953, 57, 86 und 83. Jo, und wie gesagt, Maigret ist toll. Also alles von Simenon ist toll. Alles von Simenon. Simenon ist großartig. Ja, da lassen wir nichts drauf kommen. Ab jetzt. Wir sind so. Ich mache gerade so die Finger übereinander. Das siehst du jetzt wahrscheinlich schlecht, aber hier, so, beide Hände. Ich sehe es ja, innerlich. Ja. Dann geht's bei Lost in Neulich am Mittwoch, den 16. März, weiter. Und zwar dann mit Folge 5. Kein Dorf für Anfänger heißt immer noch. Den Titel werden wir dann erfahren. Von Nathalie Thielke. Ja, dann 16. März bei NDR Kultur gibt es den ersten Teil von Mises Karma, das Hörspiel nach dem bekannten Roman von David Safier. Das ist eine NDR-Produktion aus 2008. Haben wir euch die schon mal vorgestellt? Ich glaube, die lief schon ewig nicht mehr. Aber kann sein. Also ist tatsächlich sehr unterhaltsam, sehr gut, toll produziert. Beatrix Ackers hat das Ganze inszeniert mit Kathleen Gablisch und Andreas Pietschmann in den Hauptrollen. Ganz, ganz toll, ganz, ganz unterhaltsam. Gönnt euch das gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht damals. Und wie gesagt, es lief schon lange nicht mehr im Radio. Und wenn ihr Glück habt, erwischt es noch auf CD. Es ist ja damals bei Hörbuch Hamburg ist es erschienen. Ja, und es echt war eine tolle Geschichte, eine tolle Idee. Und ja, sehr pointiert und sehr humorvoll, doch. Ja, dann macht's Diddlin. Es ist Mitte des Monats, Mittwoch, 16. März. BR2 startet mit der Ursendung des Radiotatorts. Die 164 heißt Terrorvögel, ist ein Hörspiel von Monika Geier und eine SWR-Produktion. Monika Geier schreibt ein Hörspiel mit dem Titel Terrorvögel. Warum auch nicht? Sehr viel Humor. Ja, bin mal gespannt. Neues Ermittlerteam. Man hat die Alten ja quasi in Rente geschickt und setzt jetzt nochmal neu an. Ja, ich bin mal gespannt. Kann gut gehen, muss aber nicht. Ich bin guter Hoffnung. Ja, ich denke auch, dass der SWR sich da schon ein paar Gedanken macht. Die sind ja auch gerade, was das Thema Radiotatort angeht, haben die ja ein besonderes Faible. Schließlich kommt die Idee aus dem SWR zu dieser Reihe und ich glaube, da legt man auch nochmal ein Stück mehr Wert auf ganz tolle Hörspiele und ja, ich bin da auch guter Dinge, tatsächlich. Ja, ja, dann auch was sich zur festen Institution etabliert hat und bei uns jetzt regelmäßig Lorbeeren abgreifen kann, weil toll ist. Genau. Folge 18 von Grauen wird am Donnerstag, den 17. März zum Download erscheinen. Der Tribut heißt das Ganze und ist von Anna Rotenfluh geschrieben, die, glaube ich, noch keine Folge bisher dabei gesteuert hat. Also sind wir mal doppelt gespannt. Oh ja. Sehr, sehr schön.
Ja, dann, apropos gespannt, dick und fett markieren. Ab Donnerstag, den 17. März, gibt es etwas Neues im Handel. Bei WordArt, bei WordArt kommt nämlich eine Sammlung von Kai Magnus Ding heraus. Mords Galopp heißt sie. Und darin sind folgende Hörspiele. 2 Leichen in 3 Koffern. Das ist super. Das dicke Ende oder Hildesheimers Hinrichtung, die blauen Nashörner und das Gruselhaus. Ja, ich durfte die 4 schon zumindest in der Rohfassung hören, aber also ich werde dann nochmal im Nachklang, werden wir das ganze Ding natürlich in voller Gänze vorstellen. Aber das sind wieder extrem lustige Hörspiele. Also die lagen jetzt schon ein paar Jahre rum. Das ist also noch quasi die alte Schule mit Hans Korte. Und da sind ganz tolle Sprecher dabei. Also das reicht von Hans-Peter Korf über Peter Fricke, der einen ganz, 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 ganz tollen Job da macht. Auch Henny Nachtsheim zum Beispiel. Also es ist wunderbar besetzt. Götz Alsmann war auch noch ein. Nein, das ist ja spielt geil. Als Entertainer mit. Das ist auch sehr, sehr großartig. Und die Storys sind natürlich genauso abstrus. Die ein oder andere Ecke wird man auch wiedererkennen, die dann schon mal in anderen Hörspielen dann später auch nochmal Verwendung gefunden hat. Aber das passt hier so wunderbar in die Szenerie rein. Und die Sprecher, also die Hauptsprecher ist ja in dem Fall, wie gesagt, Hans Korte, der Kai Magnus Ding selbst und Jochen Busse. Das ist wunderbar. Es ist einfach toll und man darf sich freuen. Es ist vielleicht nicht so ganz so, wie soll man sagen, so effektgeladen wie die Gurken oder das Lametta. Aber wer die ersten Hörspiele von ihm kennt, die ersten Krimi-Hörspiele, gibt ja schon 4 Stück davon, der wird da wissen, auf was er sich einlässt. Und das werden schöne abstruse Stories, die auch immer so ein gewisses Thema haben. Also es gibt so eine, Art 3-Fragezeichen-Folge. Es gibt eine, die so den Schweden-Krimi aufgreift und also diese blauen Nashörner, das ist so typisch, also so ein Element, was irgendwie da reingebastelt wird, was irgendwie vollkommen in der Luft hängt, aber halt eben als tragendes Thema da durchfällt. Das ist wirklich so gut gemacht und so schön und lustig erzählt. Also ja, freut euch drauf. Aber wie gesagt, mehr dazu im Nachgang. Cool. Oh, ich freue mich. Ja. Ich weiß noch, wie ich damals, das war das Erste, was ich von ihm gehört habe, das Leichenpuzzle. Ja. Und wie ich da begeistert war. Ja. Und das wird das ist ja aus der gleichen Ecke wahrscheinlich. Ja, also das wirst du auch bei 2 Leichen in 3 Koffern, wirst du da ähnliche Elemente finden. Also das ist, macht aber auch nichts, weil das ist, ist schön, ja. Das ist einfach wundervoll. Da hilft ja auch ein bisschen das Hörspiel Alzheimer. Ja, genau. Ja, dann kommt etwas ziemlich Großes mal wieder, und zwar im Radio. Auf 1 Live, und zwar ab Donnerstag, den 17. März, gibt es um 23 Uhr das Hörspiel Neuromancer nach William Gibson. Eine Co-Produktion von RB und WDR aus 2003, hat schon einige Jahre auf dem Buckel, habe ich vor Äonen gehört, fand das damals ganz, ganz toll. Science Fiction und ja, aber also direkt vorm Ohr habe ich es natürlich jetzt nicht mehr, aber ich weiß noch, dass ich das damals. Also ich bin mir auch sicher, dass ich es gehört habe und sagt die Story was, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr. Ich weiß, glaube auch, dass ich es ziemlich gut fand, das schon, aber ich hätte null Erinnerung dann. Das war auch so die Zeit, wo man nichts hatte. Ja, genau. Oder wenig hat. Stimmt. Stimmt, da war man auch über ADF vor. Ja. Nichts gegen ADF. Nein, also war jetzt das, was mir am spontansten eingefallen ist. Ja, die waren cool, Mensch. Ja. Ja, die All Ears graben mal wieder was aus. Ihr merkt, wir nähern uns dem Freitag oder wir sind schon am Freitag, den 18. März. Neu im Handel gibt es ein Märchenhörspiel von Berolina mit den bayerischen Märchen Aschenputtel und Jorinde und Joringel. Dann bringt der Buchfunk ein Hörspiel von Friederike Köpf oder nach ihr Baby Oma heißt es. Ja, das haben wir jetzt auch schon, glaube ich, wieder den, mal. Vierten Orcas in Folge. Bitte nicht mehr wieder wählen. Also es kommt jetzt bestimmt im März. Mal gespannt. Ich denke schon. Ja, dann gibt es eine neue Folge von Mord ist ihr Leben mit dem Titel Das Monster hinter der Maske. Das erscheint bei Contendo Media und wir sind sehr gespannt nach den guten Folgen. Oh, ich habe übrigens noch ein bisschen nachgehört tatsächlich. Oh, ja, fand schon 2 Folgen gehört. Ja, fand ich sehr Folgen gut. Die Flugzeugfolge und die neueste. Mhm. Bei der neuen sind schon durch. Ne? Die Flugzeug ist abgefahren. Die Flugzeug ist sehr, sehr gut. Ja. Das ist schon sehr clever. Ja. Das ist schön, dass man sich sowas gleich bei einer zweiten Folge traut. Ja. Finde ich irgendwie, das ist cool.
Ja, dann gibt es was Neues bei Europa und Koppenrad und wie... Nein, ich mach den Gag nicht nochmal. Die fliegende Schule der Abenteurer. Folge 1, der Feuertiger von Batavia. Das sieht so aus, als wäre das so gar nicht aus meiner Ecke. Also ich wollte jetzt auch gerade sagen, also die haben jetzt nicht gedacht, wir machen mal ein Hörspiel für den Olaf. Das ist... Das hat wirklich mal so 0,0 gar nichts, was mich ansprechen wird. Also alleine das Cover finde ich schon. Tja. Ja. Kann also ja nicht alles mag nett gemacht sein, aber da ist also wirklich. Nee. Ich kann euch. Hab's jetzt nochmal rundgekaut, aber es geht nicht. Naja, aber von der Karlswand, da gibt es auch Neues. Ich weiß gar nicht, ob man so viel tatsächlich über Erdbeeren erzählen kann. Folge 7, der Wetterwettstreit wird es bei Kittings geben am 18. März. Da geht's ja ums Wetter. Warte. Dann bei dem Playoffs. Ja, genau, geht's auch munter weiter. Folge 78, auf Mission mit dem SWAT-Team. Boah, oh, ja. Das klingt so ein bisschen eher nach Lego City, oder? Das verschwimmt alles Plastik. Ja, genau, alles. Ja, die können sich alle nur bücken, stimmt, von den Menschen. Stimmt, ja. Ja, eine neue Folge von Dreamland Grusel wird es auch geben am 18. März, und zwar Folge 51, die Caves und der Klang des Todes. Caves. Sind die Caves in der Höhle? Das klingt so nach Goonies, oder? So ein bisschen. Ah, stimmt. Das stimmt, ja. Dann bei Holy Soft geht's bei den Holy Horror, bei der Reihe weiter, mit Folge 21, die Legende von Sleepy Hollow. Ja, und wieder, ich bin der Vorleser für Lederstrumpf mit Cover. Mittlerweile ist das Maisfeld durchschritten, aber man guckt immer noch. Aber es haben sich noch ein paar mehr Leute auf dem Cover eingefunden. Und die zwei Jungs sind immer noch da. Mit genau dem gleichen Blick, nur dass jetzt der eine hinter dem anderen steht. Das ist so witzig. Eine guckt da ein, andere da ein. Oh, ist das schön. Das möchte ich auf Platte haben, eigentlich. Ja, das wird aber was. Ja, hatte ich jetzt gesagt, was es geht? Lederstrumpf Folge 3, die Aussiedler, heißt es. Die Ansiedler. Ansiedler, genau. Ich bin schon. Ich bin schon im RTL2-Modus. Oder Vox oder wo auch sowas immer kommt. Ah, gibt es das überhaupt alles noch? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Was es noch gibt, sind die Macabros Classics. Ja, da wird noch Brust gezeigt von beiden. Folge 20, gestrandet auf der Hölleninsel bei Winterzeit. Ja, ist aber nach, wer sich wundert, der Titel sagt mir gar nichts, der Roman heißt Die Blutgärten von Sodom, als ob es einer vermisst hätte. Warum wird das denn einen neuen Titel gibt? Ich habe gerade echt gedacht, das hast du erfunden. Also, da mache ich keine Scherze mit. Nicht mit Macabros. Also, sorry, aber bei Groschengrusel, da hört's auf. Da werde ich seriös. Hm. Da ziehe ich mir meinen Tweetzocker an, setze mir die Hornbrille auf. Nee, da hält mich nichts. Da kommen wir zu Mimi Rutherford. Da gibt es auch mittlerweile Folge 54 bei Zustellung Mord, heißt das Ganze, und wird ebenfalls am 18. März erscheinen. Auch bei Novelmore geht's weiter mit Feuer in der Königsstadt bei Europa. Ja, Playmus kann man nie genug haben. Ja, kommen wir zu was Erfreulichem im Radio, bitte. Es hat gebimmelt. Oh, shit. Mhm, ja. Ich fürchte, wir müssen mal kurz Päuschen machen. Na gut. Dann kommen wir später zu was Erfreulichem. Genau. Da starten wir dann in den nächsten Teil. Das ist doch schön. Bis gleich.